So, jetzt sind wir über die 170. Dann legen wir mal los mit der Einleitung. Ist kein Problem, wenn die ein paar Leute verpassen. Herzlich willkommen zum nächsten Online-Event der Java User Group Schweiz. Ich habe mein bestes Hochdeutsch ausgepackt, damit mich auch Michael Fitz verstehen kann, weil er aus Deutschland ist. Das tut mir leid für alle anderen Leute. Genau. Bevor Michael loslegt mit Java und Spring Boot im Container, wollen wir noch ein paar einführende Worte uns anhören, wie immer bei den Chucks-Vorträgen und ein bisschen speziell, weil es ja online ist, dass sich da alle zurechtfinden. Für das share ich mal meinen Screen. Genau, erstens mal herzlichen Dank für all die Leute, die da mitmachen und mitgemacht haben schon, damit wir das schaffen, so ein Online-Event durchzuführen. Selbstverständlich herzlichen Dank, Michael Fitz, dass du dabei bist von Deutschland aus, dann auch den mittlerweile wahrscheinlich über 200 Teilnehmern. Super cool. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Selbstverständlich unseren Sponsoren, die uns dankenswerterweise auch in diesen Lockdown- und Online-Zeiten nicht im Stich gelassen haben. Deshalb gebührt auch Ihnen die entsprechende Werbezeit und den Dank. Und selbstverständlich auch den Helfern im Hintergrund von der Chucks. Vor allem der Ursula Buri, die das mit der Anmeldung alles managt und mit dem Feedback. Und auch der Markus, der im Hintergrund schaut, dass das mit Big Marker alles funktioniert. Er ist auch derjenige, der den Chat moderiert, falls jemand dort was reinschreibt und eine Antwort erwartet. Okay, kurze Motivation. Ich glaube, diese Slide in der einen oder anderen Form haben wir schon alle gesehen und dieses Bild. Auch wir wollen unseren Beitrag leisten, um diese Kurve zu flatten und zu schauen, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überbelasten. Das sieht im Moment ja tatsächlich gut aus. Erfreulich für alle. Auch vielen Dank, dass ihr da mithelft. Wir machen die Online-Events mit Big Marker. Das ist die Plattform, wo ihr den Link bekommen habt. Da noch zwei, drei kleine Dinge als Einführung. Es gibt eine ganze Reihe von Features, die wir nutzen können. Es gibt auf der rechten Seite gibt's einen Chat. Den könnt ihr gerne nutzen bei generellen Bemerkungen zum Webinar oder wenn ihr Probleme habt irgendwie mit der Teilnahme. Da wird, wie gesagt, Markus moderieren und beantworten. Dieser Chat ist public, das heißt, die Meldungen, die ihr da reinschreibt, die können auch alle anderen Teilnehmer sehen. Wenn ihr Fragen zum Talk selber habt, inhaltlicher Art, dann stellt die bitte im Q&A-Bereich, rechts neben dem Chat, weil dort können dann die Fragen von anderen Teilnehmern auch gewotet werden. Das heißt, wenn es viele Fragen gibt, können wir da gut priorisieren. Wir haben mit Michael abgemacht, dass ich ihn von Zeit zu Zeit versuche zu unterbrechen, wenn Fragen da sind. Oder sonst würden wir die restlichen Fragen noch am Ende des Vortrags beantworten lassen von Michael. Vielleicht noch der Hinweis, der Videostream, der hat irgendwie 15 Sekunden Verzögerung. Da braucht man vielleicht ein bisschen Geduld. Das sollte aber mittlerweile bei allen Leuten geklappt haben, hoffe ich. Dann ganz wichtig, auch wenn wir online sind, gibt es immer noch das berühmte Feedback-Formular, was auch bei den Präsenz-Events gibt. Auch da wären wir sehr dankbar, dass ihr dieses Formular dann ausfüllen könnt am Ende vom Vortrag und vom Abspann. Das Formular kommt dann automatisch angezeigt bei euch auf dem Screen. Könnt ihr ausfüllen wie sonst auch. Und ihr könnt auch nach dem Ausfüllen noch eure E-Mail-Adresse angeben, wenn ihr an der Verlosung von einer IntelliJ IDEA Ultimate-Lizenz teilnehmen wollt. Die wird dann Ende des Monats aus all denjenigen, die das Feedback ausgefüllt haben und die E-Mail-Adresse angegeben haben, ausgelost. Ja, dann soll es das gewesen sein für die Einführung. Die Vorstellung von Michael wird er gerade selber machen. Somit übergebe ich gerne an dich, Michael, und freue mich sehr auf den Talk to Java und Spring Boot im Container. Ja, super, danke dir, Christian. Du hörst mich auch, ne? Gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Genau, dann fange ich mal an. Genau, erstmal hallo zusammen, wunderschönen guten Abend. Freut mich total, dass so viele von euch es hierher geschafft haben.
Und das ist für mich auch total ungewohnt, weil ich das tatsächlich in Online-Form, ohne jetzt jemanden sehen zu können, noch nie gemacht habe. Und ich habe auch keinen zweiten Screen, wo ich was sehen könnte. Deswegen war die Bitte, dass der Christian mich eben unterbricht, wenn ihr eine Frage gestellt habt. Dann können wir die nämlich direkt abklären. Worum geht es heute Abend? Es geht darum, dass ich in vielen meiner letzten Projekte oder in den meisten meiner Projekte damit konfrontiert bin, dass ich Java-Anwendungen entwickle, häufig halt mit Spring Boot und die letzten Endes in irgendeiner Form in einem Container betrieben werden. Also in einem Kubernetes oder in, also so als Docker-Container oder in irgendeiner Cloud-Umgebung wie AWS, Google Cloud und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt in mehreren Projekten schon auch mehrere Lösungen für gesehen, wie man es denn schafft, seine Java-Anwendung in einen Container zu verpacken. Und das wollen wir uns heute Abend angucken. Und den Großteil davon werde ich versuchen, live in der Shell zu machen. Insofern bietet es sich halt an, wenn ihr Fragen habt, die recht zeitnah zu stellen, dann können wir da zur Not ein bisschen auch rumprobieren und abweichen, denn es gibt kein 100% fertiges Skript. Die Slides sind eben so gedacht, dass man so die Grundideen nochmal versteht und die Hauptpunkte, die ich da so habe, zusammengefasst sind. Und die werde ich im Nachgang auch noch irgendwie verteilt bekommen. Genau zu mir. Ich arbeite bei der InnoQ in Deutschland. Wir haben eben auch eine Schweizer Tochtergesellschaft, wo der Christian arbeitet. Und darüber ist auch ein bisschen der Kontakt hier zu der Jack da. Was mache ich da als Senior Consultant? Consultant machen, meinen wir nicht so in der Art, dass ich nur PowerPoint-Slide präsentiere oder nur tolle Ideen habe, sondern ich bin eben aktiv in Projekten, mache da viel Java-Entwicklung, immer mit so Ausflügen, Betriebsunterstützung, Betrieb. Wir übergeben dann die Software auch nicht nach 2 Monaten Entwicklung einfach rüber, sondern versuchen auch im Betrieb zu helfen. Also darum rum mache ich alles. Und ansonsten schreibe ich eben noch für ein deutsches Java-Magazin, nämlich für das Java Spektrum, regelmäßig eine Kolumne alle 2 Monate. Und die Artikel erscheinen dann eben auch bei InnoQ. Und ab und zu halte ich sowas, so Vorträge wie heute, halt lieber vor Ort, aber das geht halt im Moment. Gut. Ich habe ja schon gesagt, wir wollen uns irgendwie live was angucken. Das heißt, das Erste, was wir dafür brauchen, ist erstmal eine Beispielanwendung, die wir dann überhaupt verpacken können, damit wir uns überhaupt angucken können, ob das denn funktioniert, was ich erzähle. Und dafür würde ich jetzt einmal live sozusagen, fangen wir mit einer leeren Spring-App an. Und dazu ist noch zu sagen, vieles von den Dingen, die ich jetzt hier zeige, funktionieren auch in Projekten, die kein Spring benutzen, sofern sie denn nicht auf einem Application-Server deployed werden oder von sich selbst schon irgendeine Art Docker-Verteilungsmechanismus mitbekommen. Genau, ich wähle jetzt hier mal eine relativ neue Version von Spring Boot, weil ich da so ein bisschen auch einen Ausblick in die Zukunft zeigen möchte. CH. Wir nehmen Jar-File und wir nehmen einfach mal Java 11. Und das Einzige, was wir als Dependencies hinzufügen, sind die DevTools. Die sorgen eigentlich dafür, dass bei Codeänderungen neu gestartet wird. Das brauchen wir nicht, aber da möchte ich 2, 3 Dinge dran zeigen, die so ganz typisch sind und deswegen bietet es sich an, die drin zu haben. Genau, jetzt haben wir das ZIP generiert und können das auf der Shell. Genau, wenn die jetzt nicht groß genug sein sollte, dann müsst ihr per Frage oder sonst wie schreien, das ZIP entpacken. Das heißt, das Erste, was wir jetzt hier haben, ist schon mal eine normal lauffähige Spring Boot App. Da müssen wir jetzt noch 2 Dinge tun. Das eine ist, der Einfachheit halber, um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen, schreiben wir heute Abend mal keine Tests ausnahmsweise. Das heißt, ich schmeiße das raus und schmeiße auch den Testort mal weg. Und das Zweite, was wir noch brauchen, ist, damit wir was sehen, enthält so eine leere Spring Boot App eben nichts. Und wir wollen jetzt hier noch zusätzlich einen REST-Controller daraus machen, um auch wirklich das sehen zu können im Browser. Und auch hier die Warnung, man macht das natürlich so nicht in wichtigen Projekten, da sind das getrennte Klassen und so weiter und so fort.
Muss ich mir nur noch die. Das ist jetzt schlecht vorbereitet. Ich muss mir noch die. die Imports irgendwo herholen. Spring Container. Main Java. Aber irgendwo finde ich sie schon. Genau. Und wenn wir jetzt ein Java 11 benutzen, dann können wir das Ganze mit Maven bauen und eben über unser Spring Boot Run starten. Ja, jetzt hänge ich schon. Ja, so ist das mit Live-Demos. Ich gucke mal, ob ich die ganze Klasse drüber. Ich habe für alles mir Hilfe geschrieben, nur dafür natürlich auch nicht. Ich hätte das einmal testen sollen. Wir haben ja nur den Spring Boot Starter drin. Wir möchten natürlich den Spring Boot Starter Web haben, weil wir eine Webanwendung haben. Es tut mir leid für die Verwirrung. Genau, gut. Das heißt, jetzt startet hier unsere Webanwendung und wenn ich jetzt nochmal ein Chrome-Fenster finde, dann kann man sehen, dass die Anwendung unter Localhost 8080 eben reagiert. So, das ist jetzt so der erste Schritt. Was eben jetzt auch funktioniert, anstelle die über das über Maven zu starten, haben wir halt über Maven Verify das Jar gebaut. Ich baue das nochmal schnell. Und unter Target liegt jetzt halt hier dieses Jar und eine Besonderheit von Spring Boot ist eben jetzt, dass hier so ein Fettjar bei rumgekommen ist. Dass wir eben genauso auch starten können, wie wir es mit Maven tun. Und ach, wo ist jetzt der Chrome hin? Und eben auch über das Jar funktioniert das Ganze. Heißt, vereinfacht gesagt, wir haben eine POM generiert über den Spring Boot Starter. Wir haben eben so eine Controller-Methode angelegt und können jetzt unser System im Web starten und können uns das lokal angucken. Und jetzt ist eben die Frage, wie kriegen wir die Anwendung denn jetzt in einen Container verpackt, sodass wir das Ganze mit Docker starten müssen? Und wenn man damit so ein bisschen anfängt, dann wirkt das auf mich eben, oder hat es auf mich häufig gewirkt wie so ein Labyrinth. Und das Schlimme an dem Labyrinth ist auch noch, es gibt nicht die eine perfekte Tür und den einen perfekten Weg, sondern es gibt eben mehrere. Und genau da wollen wir jetzt uns als erstes mal so ein bisschen durchhangen. Jetzt habe ich ja gerade eben schon gezeigt, dass wir dieses sogenannte Fettjar haben. Das ist eben ein von, in dem Falle von Spring Boot generiertes Jar-Datei. Wir können auch mal ganz kurz reingucken. Da sind eben drin, zum einen ist hier, sind hier irgendwelche Spring-Klassen drin, nämlich ein Classloader. Dann kommen hier irgendwann meine Klassen in bootinf-Classes. Und dann gibt es hier noch einen Ordner drin, der heißt bootinflip. Da sind jetzt alle unseren externen Abhängigkeiten drin. Und genau das zeichnet eben so ein Fettjar aus. Das ist eine Jar-Datei, die alle ihre Abhängigkeiten selber mitbringt. Und da Java das im Standard halt nicht kann, braucht man dafür auch jetzt in diesem Fall diesen Classloader, der sozusagen dafür sorgt, dass man Bibliotheken oder Jars, die in einem Jar liegen, auch geladen werden können.
Wenn man jetzt keine Spring Boot App hätte, sondern man hätte sich irgendwas selber geschrieben mit einem Embedded Jetty oder sowas, dann könnte man eben auch selber einen Fat-Jar bauen und erzeugen. Das Maven Shade Plugin kann das beispielsweise oder auch das Maven Assembly Plugins. Und für alle Anwendungen, die so in der Art gepackt werden können, funktioniert eigentlich all das, was ich heute zeige, bis auf die Spring-spezifischen Sachen. Da weise ich dann aber drauf hin. So, wir möchten jetzt unsere Anwendung ja in Container verpacken. Und die erste Idee, auf die wir jetzt kommen könnten, ist, wir verpacken einfach dieses fertige Jar. Das muss ich ja, kann ich ja mit Java-Jar starten. Das lässt sich ja mit Sicherheit auch irgendwie mit Docker machen. Das heißt, wir können jetzt hier einen Docker-File anlegen. Und jetzt brauche ich mein Cheat-Sheet, was ihr dann immer mitsehen könnt. Dann seht ihr aber auch, dass ich nicht riesig fusche. Und wir fangen einmal ohne diesen Teil an. Um es ein bisschen spannender zu machen. Heißt, die naive Variante, auf die man zuerst in der Regel kommt, wenn man sich ein bisschen mit Docker und ein bisschen mit Fat-Jars beschäftigt hat, ist, wir suchen uns ein Basis-Image, in dem Java installiert ist. In dem Fall nehme ich eins vom Adopt OpenJDK, weil ja seit Java, ich weiß gar nicht mehr, 9 oder 10, hat sich ja die Vielfalt mit JDKs ein bisschen vergrößert und irgendeins muss man halt wählen und ich nehme häufig das Adopt OpenJDK. Wir nehmen halt ein relativ aktuelles 11er, nämlich Version 11.06. Ich glaube, heute ist 11.07 rausgekommen, aber die Docker-Container brauchen immer noch ein paar Tage. Wir kopieren unser gebautes Jar, was jetzt bei mir natürlich auch anders heißt, nämlich nukech. Und ich lasse jetzt den anderen Namen mal hier. Das kopieren wir sozusagen in das Root von dem Docker-Image und nennen es da Spring Container Jar. Und was wir dann im nächsten Fall sagen, ist, wenn wir das Docker ausführen, dann führe bitte Folgendes aus, nämlich java-jar, Spring Container Jar. Und wir sagen ihm noch zusätzlich, wenn der Container läuft, dann horcht er etwas auf Port 8080. Und da wir das Projekt jetzt gebaut haben, können wir eben im nächsten Schritt hingehen, Docker Build sagen. Mit minus T übergeben wir einen Namen für das Image, nukech. Und dann sage ich Punkt, was bedeutet, das Docker-File liegt halt hier im aktuellen Ordner. Und jetzt ist Docker eben wirklich hingegangen, hat diese Schritte aus dem Docker-File eine nach dem anderen ausgeführt. Und es gibt jetzt ein erfolgreich gebauten Container unter dem Namen nukech. Den können wir jetzt starten, Docker run. Ich mappe mal den Port 8080 von innerhalb des Containers auch auf 8080 außerhalb. Und das hieß jetzt nukech. Das heißt, da fährt jetzt das Image hoch. Und wenn ich jetzt wieder einen Chrome finde, näher aneinander halten soll. Dann sehen wir, dass er immer noch auf 8080 hört, nur dass es jetzt eben nicht mehr lokal bei mir läuft, sondern es läuft jetzt tatsächlich innerhalb des Containers isoliert. Das heißt, im Prinzip wären wir jetzt fertig, wenn da nicht diese vielen Kleinigkeiten wären. Das eine ist, was wir jetzt schon mal hier machen wollen, ist, es ist allgemein nicht so gerne gesehen und wahrscheinlich auch sicherheitstechnisch nicht super sinnvoll, wenn man im Container auch als Root läuft. Das würde man halt in einer virtuellen Maschine oder auf einem System ja auch nicht tun. Deswegen ist eine Best Practice sozusagen, dass man einen dedizierten Benutzer benutzt. Das können wir hier mit dem User-Befehl machen. Und das Zweite, was ich dann ganz gerne noch mache, ist, ich sorge noch dafür, dass wir einen wirklich dedizierten Ordner haben, damit eben die App nicht so wild im Root liegt. Das heißt, wir kopieren das jetzt innerhalb unseres Ordners und starten das auch aus dem Ordner. Und dadurch, dass wir hier oben dem Ordner, den wir anlegen, den App-Ordner, auch die Rechte von dem Daemon-User geben,
und danach auf den Daemon-User wechseln, läuft jetzt eben auch innerhalb des Containers das nicht mehr als Root, sondern als Daemon-User. Das kannst du nochmal bauen. Nimmt er jetzt das neue Docker-Image, das Ganze. Das wird immer noch funktionieren. Heißt, was wir jetzt im ersten Schritt eben gemacht haben, ist, wir haben eben so ein bisschen das Docker-File aufgebaut und haben jetzt ein Docker-File, wo wir nicht mehr als Root laufen, wo wir einen eigenen Ordner haben, wo wir das Fetcher reinkopieren und was unseren Prozess dann erfolgreich startet. Bauen können wir das eben, wie ihr gerade gesehen habt, entweder benutzt man Docker direkt oder einen anderen Container-Builder-Dienst. Also es gibt ja noch weitere neben Docker, aber ich benutze der Einfachheit halber hier mal immer Docker. Vorteil davon ist, ich musste nichts am Projekt ändern. Ne? Also ich musste weder die POM ändern, noch musste ich sonst irgendwas machen. Ich musste das Docker-File daneben legen und ich brauche halt einen separaten Schritt, der Docker-Build aufruft. Für mich ist ein Vorteil von dem Ansatz noch, dass man eben sehr straightforward direkt einen Docker-File schreibt. Das heißt, da ist wenig Abstraktion und wenig Magie dazwischen, sondern man benutzt es eben tatsächlich so, wie man es auch in vielen Tutorials und Readmes findet. Man hat niemanden, der noch irgendwas dazwischen tut, sondern man kann halt, sofern man Docker und Docker-Files und das Konzept verstanden hat, sehr schnell verstehen, was da passiert. Genau. Was halt so ein bisschen ein Minus vielleicht ist, ist, wenn wir jetzt regelmäßig Docker-Images bauen müssen, zum Beispiel in unserer CI-CD-Pipeline, dann müssten wir jetzt diesen Docker-Build-Befehl immer als separaten Step in unseren Build-Prozess einbauen und es reicht eben nicht mehr, einen Schritt aufzurufen, um das ganze Docker-File, um das Docker-Image zu bauen. Und da kommen wir ein bisschen später noch zu, dass wir jetzt das Fetcher benutzen, hat noch einen relativ großen Pferdefuß, den wir dann in Zukunft ausmerzen wollen. Alternativ, wenn wir eben das Ganze nicht mit Docker-Build starten wollen, dann kann man sich eben mal umgucken, ob es nicht vielleicht ein paar Plugins gibt. Und tatsächlich gibt es eins, das ist das, ist ein von Fabric, zum Beispiel von Fabric 8 ein Plugin. Ich gehe stark davon aus, dass es noch weitere gibt, wenn man nur lange genug sucht. Das können wir jetzt hier als zweites Plugin einfügen. Und was wir jetzt machen können, ohne etwas tun zu müssen, ist, wir können jetzt Maven-W Docker-Build aufrufen. Und was jetzt... dieses Plugin eben tut, ist, es ruft jetzt sozusagen für uns Maven auf und baut daraus das Image. Das heißt, beziehungsweise ich sollte wahrscheinlich sinnvollerweise noch den Namen konfigurieren, das mache ich nochmal eben. Jetzt soll ich das nämlich auch zeigen. In Configuration Image zu Images zu Configurator. Nochmal. So, und jetzt sollte das Ganze auch so starten. Genau, das ist jetzt funktioniert. Ich hoffe, da vertraut ihr mir. Heißt, das haben wir jetzt erreicht. Anstatt, dass wir jetzt eben einen zusätzlichen Schritt in unserer CI-CD-Pipeline aufrufen müssen und zum Beispiel das ja auch lokal machen müssten, wenn wir es mal testen wollen, benutzen wir jetzt eben eines der vorhandenen Docker-Maven-Plugins, damit das für uns ermöglicht. Als Vorteil sehe ich immer noch, wir haben immer noch so ein Docker-File daneben liegen, wie man das in vielen Projekten sieht. Heißt, es ist nichts von uns wegabstrahiert. Wir haben jetzt aber den Vorteil, dass wir keinen separaten Schritt in unserem Build-Prozess brauchen.
so neutral. Wir haben jetzt natürlich eine kleinere Abstraktion. Also man muss jetzt nicht mehr wissen, dass man Docker build und mit minus T und vielleicht geht ein bisschen Docker-Wissen verloren. Aber es hält sich noch in Grenzen. Was ich noch gut finde, ist, eigentlich brauchen wir keinerlei Konfiguration in unserer POM für das Plugin. Ich habe jetzt den Image-Namen konfiguriert, aber selbst den könnte man weglassen. Andererseits ist es sinnvoll, den zu konfigurieren und bei Docker Build minus T muss ich ja auch irgendeinen angeben. Und Nachteil hier ist eben weiterhin, wir verpacken ein Fetjar. Was uns jetzt das, dieses spezielle Plugin auch noch anbietet, ist, wenn man kein Docker-File schreiben möchte, dann können wir das theoretisch auch alles innerhalb unserer POM konfigurieren. Das seht ihr jetzt hier auf der Folie mal als Beispiel. Das heißt, ich habe da jetzt innerhalb von dieser Build-Sektion sage ich halt from, dann wird das from-Image genommen, dann kann ich mit run-cmds sagen, welche Schritte ausgeführt werden sollen. Ich kann den User und das Worktier ändern. Ich habe über dieses Assembly, und da gibt es auch noch eine erweiterte Syntax, kann ich halt sagen, welche Dateien aus meinem Build-Prozess sollen nachher im Docker-File verfügbar sein. Und dann habe ich unten noch das Command, was beim Starten mit aufgerufen wird und welcher Port exposed wird. Das heißt, wenn man absolut kein Docker-File da liegen haben möchte, dann kann man mit so einem Plugin zum Beispiel auch das Ganze in den Maven-Build transferieren. Was ich dann noch als Vorteil sehe, ist, wenn ich das tue, dann bietet mir zum Beispiel dieses Plugin noch weitere Features an. Zum Beispiel kann ich dann auch mit Docker Build Start und Docker Build Stop oder Docker Build Watch eben das Docker Image direkt ausführen als Container oder stoppen oder eben der Watch Mode, den habe ich noch nie benutzt und ich habe es auch in den letzten Wochen mit einer Stunde Versuch oder so nicht so richtig zum Laufen gebracht, konstant. Ist halt, theoretisch würde der dann auf File-System-Changes horchen und würde dann automatisch das Image neu bauen und neu starten. Das könnte man halt benutzen, wenn man sozusagen in einem Docker-Image auch entwickelt. Ich mache das selten. In meinen Projekten haben wir eigentlich immer dafür gesorgt, dass ich während der Entwicklung das Projekt, an dem ich entwickle, bei mir lokal starten kann. Genau, so ein bisschen plus minus, ich habe jetzt halt noch mehr Abstraktion, also ich definiere jetzt irgendwas in dem XML und weiß gar nicht mehr so genau, dass es Docker-Files gibt und was die eigentlich tun. Ja, und meiner Meinung nach der größte Minus ist, ich habe jetzt das Docker-File nach XML transferiert und das ist geschwätziger und es bietet mir eigentlich keinerlei Abstraktionen, aber ich verliere zum Beispiel so ein bisschen Kontrolle. Also wenn wir uns das nochmal angucken und ich möchte zum Beispiel, dass das Assembly vor den Run-CMDs hinzugefügt wird, das kann ich nicht so wirklich beeinflussen, weil die Reihenfolge im XML hält er, glaube ich, nicht hundertprozentig ein und ich habe halt echt viel weniger Kontrolle und meiner Meinung nach kaum Gewinn davon. Der einzige Gewinn ist, dass ich über dieses Assembly sehr bequem halt Dateien aus dem Bildprozess darüber bekomme und mir nicht einmal überlegen muss, wo landen die denn nachher im Target-Folder. Gut. Doch, mal ganz kurz, nicht, weil ich dem Christian nicht traue, ob es irgendwelche Fragen gibt. Ja, ich wollte dich gerade kurz unterbrechen, Michael. Es gibt keine Fragen, aber eine Bitte, dass du unten mal auf diesen Hide-Knopf drücken könntest von Notiz. Genau, danke dir. Bitte, bitte, da hättest du mich auch früher unterbrechen können. Gut. Heißt, gucke ich mal kurz, ich habe ja keine Präsenter-Ansicht. Mal ganz kurz, ob ich, genau. Jetzt habe ich ein paar Mal oder eigentlich jedes Mal dieses Fetjar als Minus stehen gehabt und man muss sich fragen, wieso ist denn das überhaupt ein Minus? Weil es funktioniert ja, also es war jetzt wenig Aufwand, es funktioniert. Was ist denn wohl der Nachteil an so einem Fetjar? Naja, der Nachteil ist zum einen, wenn wir uns mal angucken, dieses Fetjar ist nämlich jetzt in dieser minimal Spring Boot Ausstattung schon 16 MB groß. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier Docker Build aufrufe, dann sagt er mir halt hier oben, wie viel er überträgt. Das ist jetzt hier sogar noch ein bisschen mehr, weil da wahrscheinlich noch irgendwo was liegt. Ich brauche nochmal das neu.
das wird so etwa die 16 MB sein. Weil nämlich, also Docker, der Docker-Daemon läuft ja irgendwo, der läuft ja nicht, nicht lokal bei mir, also in dem Falle natürlich schon, aber muss er nicht. Deswegen geht Docker, wenn ich Bild aufrufe, eigentlich hin und zippt den aktuellen Ordner, in dem ich mich befinde, schickt den per Netzwerk darüber, wo der Docker, das Docker-Image gebaut wird und dann packt den dort wieder. Und das heißt, je größer das hier wird, umso länger dauert natürlich potenziell die Übertragung. Deswegen könnte man jetzt zum Beispiel mit dem Docker-Ignore-File ähnlich wie bei Git sagen, ich möchte nicht, dass der Source-Ordner übertragen wird. Und jetzt müsste das, wobei meine Sourcen machen es wahrscheinlich nicht. Ja, also den würde er jetzt nicht mehr übertragen. Wir könnten das mal für den Brutalfall machen. Wir ignorieren mal unseren Target-Ordner. Dann sehen wir, dass wir nur noch 91 Kilobyte übertragen. Aber das Copy funktioniert dann halt nicht, weil alles, was ich in den Container reinkopieren möchte, muss eben vorher in den Bildkontext übertragen worden sein. Das ist der eine Nachteil. Andererseits können wir das nicht umgehen, weil wir müssen nun mal alle Abhängigkeiten mit in unseren Container packen, die wir brauchen. Also selbst wenn wir das jetzt irgendwie anders gelöst bekommen als ein Fetcher, davon kommen wir leider nicht runter. Es ist halt trotzdem sinnvoll, mal zu überprüfen, wie viel man dann hinsendet und ob da nicht Dinge sind, die man gar nicht rübersenden muss. Und jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Problem. Ich habe jetzt ja hier ein paar Mal gebaut und was man jetzt sieht, ist, dass er hier nach den Steps halt sagt, using cache. Und auch hier using cache. Sollte ich jetzt allerdings einmal das Projekt neu bauen und nochmal Docker-Image bauen, dann sieht man schon, dass er zwar für den Step 4 noch den Cache benutzt, aber für den Step 5 nicht mehr. Und das liegt eben daran, dass Docker für sein Filesystem und auch für dieses Caching auf sogenannte Layer setzt. Das heißt, was Docker hat, ist, wie man das rechts sieht, so ein gelayertes Filesystem. Jeder Layer enthält dann halt nicht das komplette Filesystem, sondern eigentlich immer nur die Differenz zum Layer unter ihm. Und die Layer sind alle read-only, das heißt, die werden während des Builds erzeugt, können danach aber nicht mehr modifiziert werden. Sondern immer, wenn ich während des Builds etwas modifiziere, entsteht ein neuer Layer. Und so als Daumenregel kann man sagen, jede Instruktion, die ich in so ein Docker-File reinschreibe, sorgt dafür, dass es ein eigener Layer wird. Genau, dadurch, dass die read-only sind, können die eben gecached werden. Und manchmal fragt man sich halt, wieso kommt es denn jetzt drauf an, wie groß so ein Layer ist? Naja, Festplattenplatz ist meistens heutzutage nicht mehr das Problem. Aber wenn ich so ein Docker-Image in eine Remote-Registry pushe oder wenn ich die von dort ziehe, indem ich Docker-Run oder Docker-Pull sage, dann muss eben auch jeder Layer, der sich irgendwann mal geändert hat, runtergeladen oder hochgeladen werden. Und da macht dann eben Größe doch einen Unterschied. Und wenn ich nur kleine Layer transportieren muss und wenig Layer, habe ich halt einen Vorteil. Und wir können uns das auch noch einmal angucken mit Docker History. Können wir uns jetzt für unser UCH-Image die Layer angucken. Und ich mache das mal ein bisschen kleiner. Hier sieht man jetzt alle Layer unserer App von unten nach oben. Das heißt, das unterste, da hat hier mal jemand ein 5 MB großes Basis-Image zur Verfügung gestellt. Dann hat jemand das CMD auf BNSH geändert. Dann hat hier jemand irgendwas dazu installiert. Man sieht hier auch immer die Größe. Genau hier ist in der Regel das JDK hinzugekommen. Das ist halt so um die 200 MB groß. Und ab hier fängt dann sozusagen unser Docker-Build-File an. Das hat halt hier diesen Ordner erzeugt. Das ist ein Layer von 0 Byte, super. User wirkt hier auch 0 Byte. Dann kommt hier unser Fetcher, das ist halt die 16 MB und 0 Byte und 0 Byte. Und das heißt eben, immer wenn sich in unserem Jar-File etwas ändert, dann muss ich halt einen neuen Layer von 16 MB bauen und den auch neu transferieren.
Und eigentlich ist das total bekloppt, weil angenommen, wir würden jetzt hier nur unsere Applikation ändern und sagen, hello to Jack. Dann haben wir jetzt, weiß nicht, ein paar Byte geändert. Und wenn ich jetzt überbaue und neu verpacke, dann muss ich diese kompletten 16 MB eben wieder transferieren, weil genau hier der Cache nicht mehr zuschlägt, weil es Docker weiß, mein Jar-File hat sich verändert. Das heißt also, eine sehr kleine Änderung bezahle ich hier durch einen sehr, sehr großen Layer. Zu brechen, Michael? Ja. Es gibt nämlich eine Frage von Mark, der fragt, er ist auch schon rein, was ist die Best Practice für Dependencies, die nicht im Docker-Image sein dürfen, aus lizenztechnischen Gründen? Zum Beispiel eine Library, um auf eine Message Queue zu connecten. Keine Ahnung, was das für eine Library sein könnte, von welchem Hersteller. Es könnte auch ein Datenbank-Treiber sein. Ja. hattest du gesagt, die nicht in einem Maven oder nicht in einem Docker sein dürfen? Die nicht im Docker-Image sein dürfen. Ja, also das Problem ist natürlich, wir müssen die ja eigentlich, also unsere Anwendung läuft ja jetzt hier komplett in Docker. Ja, das heißt, alle Bibliotheken, die sie zur Laufzeit braucht, die muss mit ins Docker-Image. Das heißt, die kriegen wir da ja gar nicht excluded. Ich weiß halt nicht, ob der Fragesteller, Mark hieß er, glaube ich, ne, ob er was anderes meinte. Und müsste er das nochmal konkretisieren. Also deine Antwort wäre, das geht nicht in diesem Sinn. Also man muss die Library in das Docker-Image reinbekommen, sonst hat man auch keinen Zugriff. Ja. Es gibt auch keine Möglichkeit, das irgendwie auf dem Docker-Host zu hinterlegen und so darauf zuzugreifen, oder? Ja, doch, also klar, also so gute Idee von dir. So Schweinereien kann man natürlich machen. Also ich kann, wenn ich hier run sage, eben ja mit minus V auch einen Ordner rein mounten. Also wir könnten jetzt hier sagen, wir mounten den aktuellen Ordner rein und mounten den nach slash foo. Dann habe ich jetzt im Docker-Image den Ordner slash foo mit dem Inhalt von meinem aktuellen Ordner. Und wenn ich jetzt in meinem CMD-Befehl den Class-Parse passend setzen würde, dann würde er die natürlich auch finden. Und da würde uns Spring Boot in diesem Fall auch noch ein bisschen helfen, weil es, glaube ich, Mechanismus hat, um noch den Klassenpfad selbst zu erweitern mit Libraries, die in einem bestimmten Verzeichnis liegen, außerhalb vom Jar. Ja, das weiß ich tatsächlich nicht, das habe ich bisher noch nicht gebraucht. Genau, problematisch in so Lizenzen ist halt häufig, wenn man sein Docker-Image irgendwo hinpusht, und das ist halt der Docker-Hub zum Beispiel, da darf man ja natürlich nicht alles reinpushen. In meinen Projekten sind das halt in der Regel eine privat betriebene Docker-Registry, also so vergleichbar zu einer zum Maven-Repository, zu einem privat intern betriebenen. Und da hatten wir tatsächlich lizenztechnisch auch noch nie die Einschränkung, dass wir das da nicht mit verpacken durften. Aber ich kann mir alle Schweinereien bei Lizenzen vorstellen, die es gibt. Super, danke dir. Erlaube mir mal, die Frage als beantwortet zu markieren. Und sonst würde sich Mark nochmals melden. Genau, wir haben jetzt gesehen, dass eben ein Problem ist, dass dieser Docker-Layer diese 16 MB hat und dass er sich ändert, obwohl sich nur ein klein bisschen was in unserer Anwendung geändert hat. Jetzt stellt sich halt die Frage, wie schaffen wir es sozusagen, diesen Layer zu verkleinern und wieso ist der überhaupt so groß? Naja, so groß ist der, wenn wir mal das Jar-File einfach auspacken. Ich mache mal ganz kurz einen temporären Ordner. Stack-File.uch. Dann können wir sehen, wenn wir jetzt hier so ein Disk-Usage auf die Ordner machen, Entschuldigung, und dann sehen wir irgendwie, der Classloader ist nicht so groß, Meta-Inf ist auch nicht so groß. Aber wenn wir uns jetzt das Boot-Inf angucken, dann sehen wir eben, ja, 16 MB sind halt Libraries und 8 Kilobyte sind meine Klassen. Aber diese ganzen Libraries sind ja externe Abhängigkeiten, die sich nur dann ändern, wenn ich eine neue Abhängigkeit hinzufüge, eine alte wegnehme
oder Spring Boot Version update oder generell eine Bibliothek update. Ansonsten ändern die sich nicht. Das heißt, die ändern sich wesentlich langsamer als mein Anwendungscode, nehmen aber einen Großteil des Platzes weg. Deswegen ist halt eine Idee oder ist die Hauptidee, wenn wir jetzt über JVM und Docker reden, dass wir eben nicht ein Fat-Jar verpacken, sondern unsere Bibliotheken von unserem Anwendungscode trennen. Und auch da gibt es jetzt leider wieder mehrere Wege für. Ich zeige jetzt mal zuerst den, den ich irgendwann gefunden habe und den ich bis heute relativ erfolgreich benutze, weil ich den ziemlich simpel finde. Und das ist, ich benutze das Maven Dependency Plugin dafür. Das gibt es schon ewig und ist eben genau dafür gemacht, meine Dependencies runterzuladen. Genau, das Fabric 8 kommentiere ich jetzt hier mal aus, damit mir das nicht nachher noch in die Quere kommt. Und das heißt, ich deklariere das Maven Dependency Plugin und sage ihm, er soll das Goal Copy Dependencies aufrufen und soll alle Bibliotheken mit reinziehen, die ich im Scope Runtime, also zur Laufzeit, brauche. Wenn wir das jetzt ausführen, jetzt mal, um da den Temp-Ordner und so wegzuwerfen. Ja, jetzt sieht man hier schon, dass er so ein bisschen was runtergeladen hat. Und in Target gibt es jetzt einen Ordner Dependency. Da sind jetzt alle Dependencies drin, die ich gezogen habe. Jetzt ist es aber so, dass Spring Boot halt immer noch hier dieses sehr große Fat-Jar baut. Das heißt, das muss ich auch noch ausstellen. Können wir zum Beispiel hier drüber machen, Property. Oder man könnte eben das Spring Boot Maven Plugin jetzt auch mit einer Konfiguration erweitern. Das ist im Grunde dasselbe. Das heißt, er packt jetzt eben kein Fat-Jar mehr. Das heißt, wir führen das nochmal aus. Wir sehen jetzt hier in Target ist jetzt nur noch mein Jar mit 2,9 Kilobyte Größe. Und in Dependency liegen halt alle meine Abhängigkeiten. Und jetzt ist hier schon der erste Trick, wieso ich die DevTools extra drin habe, weil das eben so ein üblicher Fall ist. Sobald die DevTools auf dem ClassPath sind, werden die mitgestartet und das möchte man zur Produktion nicht, weil da so Dinge drin sind wie Auto-Reload und auch ein bisschen Performance drunter leidet. Entschuldigung. Deswegen möchte man die eben nicht mit drin haben und die eleganteste Lösung, die ich bisher gefunden habe, nicht nur hierfür, sondern auch für andere Wege ist, dass man eben da nicht den Scope so nimmt, wie er aus dem Startstream.io mittlerweile kommt, sondern ich setze den Scope auf Provided. Provided heißt für Maven halt, das muss ich nicht selber anziehen, sondern das legt mir da irgendwie hin. Und da das optional ist, ist es halt nicht so schlimm, wenn es zur Laufzeit fehlt. Und wenn wir es jetzt nochmal machen, Target, Dependency, dann sehen wir, dass die Spring Boot DevTools eben nicht mehr da sind. Und das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir haben jetzt eben hier kein Fat-Jar mehr, was wir verpacken können. Heißt, wir müssen jetzt auch unser Docker-File ein bisschen erweitern. Und zwar müssen wir jetzt eben unsere, Moment, wir kopieren jetzt eben in einem Layer alle Dependencies nach applib. Ich den Ordner vorher noch anlegen. Und kopieren danach im Layer erst unser anwendungsspezifisches Jar hinein. Dann können wir natürlich nicht mehr Java-Jar benutzen, weil wir starten nicht mehr ein Jar mit der Main-Klasse, sondern wir setzen jetzt hier halt den ClassPath explizit und sagen, wir müssen starten, das heißt jetzt hier natürlich auch anders. Wir fügen eben unsere Bibliothek in den ClassPath und zusätzlich alles, was in applib ist. Das ist der Stern, das geht in Java seit, ich weiß gar nicht, aber schon ein bisschen länger auf jeden Fall. Und sagen ihm dann, bitte starte folgende Main-Klasse. Das Gute ist, wenn man die hier hart hinterlegt, die ändert sich in der Regel in Projekten halt nicht so. Und
Wenn wir jetzt wieder Docker Build benutzen, dann ist natürlich jetzt das, was wir hochschieben, nicht viel kleiner geworden, weil wir brauchen ja nun mal alle Abhängigkeiten. Aber wir sehen jetzt hier, dass wir einmal die Dependencies kopiert haben und einmal unsere App. Und wenn wir jetzt nochmal neu bauen, dann sehen wir jetzt tatsächlich, dass er den Step 5, nämlich unsere Bibliotheken, komplett aus dem Cache nehmen konnte, weil sich eben in dem Target-Dependency-Ordner nichts geändert hat. Es sind genau dieselben JAR-Dateien drin wie beim letzten Bild. Und das führt jetzt eben dazu, dass, wenn wir jetzt Docker run sagen würden auf einer Remote-Maschine, er sich wirklich nur noch ab Step 6 die Layer holen muss. Das können wir wieder mit Docker History uns das angucken. Jetzt sieht man halt, das wären sozusagen diese drei Layer, die würde er sich jetzt jedes Mal runterladen müssen, aber die enthalten halt in Summe nur noch 3 KB. Es gab noch eine Frage, Michael. Es war der Manuel fragt, wäre es nicht besser, statt den Embedded Tomcat mit den Libraries mitzuliefern, einfach ein Docker-Image zu nehmen, das ein Tomcat schon drin hat? Ja, kann man, also ich weiß nicht, ob es besser ist, das wäre einfach eine Alternative dazu. Genau, die löst einen Großteil des Problems, was wir hier haben, würde man damit auch lösen. Vorausgesetzt, man würde dann den Tomcat noch erweitern um die Spring-Bibliotheken, die man braucht im Projekt. Und auch, aber dann muss man halt immer dieses Image aktuell halten, ne? Dann müsste ich halt für jede externe Abhängigkeit, die ich hinzufüge, nicht nur einen Eintrag in meiner POM machen, sondern müsste eigentlich halt auch mein Tomcat-Basis-Image um diese eine Bibliothek erweitern. Das hat dann einfach den Nachteil, dass ich nicht mehr so richtig her über meine Dependencies bin in einem Schritt, sondern ich muss dann eben immer an zwei Stellen dran denken, das hinzuzufügen. Ne, weil sonst wird halt jede Bibliothek, die nicht im Tomcat vorhanden ist, mit in mein WAR-File gepackt und dann ist plötzlich das WAR-File die 16 MB groß und dann haben wir halt dasselbe Problem, wie wir jetzt am Anfang mit dem FAT-JAR haben. Ja, und ich müsste auch ein WAR-File bauen, statt halt nur ein FAT-JAR, genau. oder nicht mal ein FAT-JAR. Ja, genau. Da gab es gerade noch eine Frage von Hartmut. Er hat gefragt in Bezug auf den Cache. Ich nehme an, er meint den Cache von den Docker-Layern. Funktioniert der auch noch, wenn man einen Maven Clean macht? Achso, ja, also ich hatte das ja, ich bin immer ein bisschen schnell. Genau, aber wenn ich jetzt Clean Verify mache, dann holt er sich, wie man hier sieht, die Bibliotheken immer noch aus dem Cache. Weil Docker im Grunde jetzt hier, der bildet halt eine Checksumme über Target Dependency und so, wenn die gleich ist, dann kopiert er nicht rüber. Dann nimmt er aus dem Cache. Sehr gut, dann gibt es noch eine dritte Frage, bevor wir dich weitermachen lassen. Der Heinz fragt, hast du eine Meinung zu Google Chip? Mhm. Ich habe vor allem gesehen, ich bin ja schon 50 Minuten dran, ich bin ziemlich langsam. Aber dann machen wir jetzt weiter. Gut. Wenn da nicht noch eine Frage war. Na, ist gut. Okay. Genau, also Vorteile, die ich sehe, ist, das Maven Dependency Plugin funktioniert mit so gut wie jeder Java-Anwendung, die ich, wo ich eben selber etwas zusammenbaue, was eine Main-Klasse hat. Das Plugin selber lädt halt nur Dependencies runter und macht sonst nicht viel. Das Docker-File ist immer noch relativ clean, meiner Meinung nach. Und was halt so ein bisschen der Nachteil ist, ist es nicht mehr so klar, wieso ist denn jetzt dieses Plugin in meinem Bildprozess? Da muss man halt einen Kommentar dran packen oder so. Genau, und um passend zur Frage zu kommen, es gibt eben noch andere Ansätze als den ich irgendwann mal von 1,5 Jahren oder so gefunden habe. Und der eine Ansatz ist eben JIP. Und JIP löst dasselbe Problem, aber komplett in einem Maven-Plugin. Das heißt, was wir für JIP tun, ist JIP konfigurieren. Ich kommentiere jetzt mal das wieder aus. Dass uns nicht in die Quere kommt. Und für JIP gilt dasselbe wie für wie auch für meinen Maven Dependency Ansatz.
Um die DevTools zu explodieren, muss man auch hier den Scope auf Provided setzen. Zumindest als ich es vor ein paar Tagen probiert habe, hat Runtime da auch nicht funktioniert. Und was ich jetzt mit JIP eben machen kann, ist, ich sage Maven clean verify JIP Build. Jetzt läuft JIP los. Ah, okay, und ich hätte zuletzt meine Images nicht cleanen sollen, aber mal gucken, wie schnell das geht. Ah, und Moment, ich muss noch das Docker-File. Gut. Jetzt nimmt der das Docker-File, das wollen wir nicht. Ja, scheint aber jetzt gegangen zu sein. Genau, und JIP hat mir jetzt dieses Docker-Image gebaut. Und ich kann das jetzt Docker run. Jetzt das Docker-Image starten. Und genau, aus Zeitgründen zeige ich es nicht, aber die Anwendung funktioniert jetzt immer noch genauso wie vorher auch. Was jetzt aber besonders ist, ist, wir haben jetzt diesem JIT-Plugin halt überhaupt nichts gesagt. Ne? Also das Einzige, was wir ihm hier gesagt haben, ist, das Docker-Image, was du baust, soll mal so heißen. Alles andere macht jetzt das Plugin für uns. Und das kann man dann zum Beispiel sehen, wenn wir uns jetzt hier von die History angucken. Dann sieht man jetzt hier, dass hier irgendwie alle Layer vor 50 Jahren gebaut wurden. Hier ist irgendwie ganz viel vom Basis-Image. Und hier hat jetzt irgendwie dieses JIT-Plugin magisch ein Layer, der Dependencies, Resources und Classes heißt, oben drauf gelegt. Das heißt, JIP funktioniert eben so, dass er selbstständig, weil es ein Maven-Plugin ist, selbstständig rausfindet, was sind denn meine Abhängigkeiten, was sind meine Anwendungsklassen, und der packt das dann passend. Also JIP funktioniert dementsprechend auch mit denselben Java-Anwendungen, hat einen kleinen Besonderheit, die wahrscheinlich ein Vorteil ist, und zwar als Basis-Image habe ich ihm jetzt nicht gesagt, bitte benutzt das Adopt OpenJDK, sondern JIP setzt standardmäßig auf so distro-less Images. Das sind eben Basis-Images, wo wirklich nur Java drin ist und fast nichts vom Basis-Betriebssystem. Also kein LS, keine SH, da könnten wir jetzt auch nicht reinspringen, sondern die sind extrem runtergestrippt. Plus, minus, ich schreibe schon wieder kein eigenes Docker-File, dafür habe ich wenig Konfiguration. Plus, minus, ich habe jetzt JIP Docker-Build aufgerufen, das benutzt eben explizit den Docker-Daemon, um dieses Image zu bauen. JIP hat auch so einen Modus, wo es ohne Docker bauen kann, aber dafür muss man ihm dann die Zugangsdaten zu einer Registry, zu einer Remote Registry geben, das ist immer ein bisschen hakelig aufzusetzen. Aber das kann ein Vorteil sein, dass ich das überall da ausführen kann, wo ich kein Docker installieren kann. Ja, und was für mich immer so ein bisschen der Nachteil von der Lösung ist, aber das ist ein bisschen Geschmackssache ist, für mich macht das Plugin halt schon sehr, sehr viel. Und manchmal möchte ich gerne ein bisschen noch Kontrolle drüber haben, und die geht halt hier verloren. Genau, und dieses 50 Years Ago, was da noch drin ist, die setzen halt jeden Layer auf einen ganz spezifischen Zeitstempel, damit ich sozusagen reproduzierbare Images habe. Das heißt, wenn ich JIP auf dem Git Commit X ausführe, heute und in 3 Tagen, dann müsste das komplett gleiche Binär-Image dabei rauskommen. Das heißt, ich kann eben so Builds reproduzierbar machen und verifizieren, dass das Docker-Image, was ich hier habe, wirklich exakt das ist, was ich erwartet habe, dass daraus gebaut wurde. Ist, glaube ich, eine gute Alternative, habe ich aber in Produktivprojekten noch nicht eingesetzt. Aber JIP hat, es gibt auch ein Gradle-Plugin. Ich habe bisher eigentlich nur Positives drüber gelesen, und ist sicherlich was, was man alternativ zu meinem, ich sag mal, Poor-Mans Ansatz benutzen kann. Hast du noch eine Frage jetzt akut? Nein, Moment, das kann eine Frage geben. Okay, dann mache ich mal weiter. Genau, und ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich ein paar Minuten überziehe.
Genau, also dann gibt es jetzt eben noch so ein paar Wege speziell für Spring Boot. Die zeige ich jetzt vielleicht nicht alle live, sondern mehr hier. Anstatt eben unser FatJar direkt mit in das Docker-Image zu packen, hätten wir auch den Weg gehen können, das Jar vorher auszupacken. Das hatte ich ja lokal gezeigt. Dann hat man eben ja auch dieses Bootinf-Lib und Bootinf-Classes und dann hätte man sozusagen das in zwei Schritten kopieren können. Das funktioniert, das habe ich auch schon in Projekten gesehen, das funktioniert auch ganz gut. Vorteil ist, es funktioniert mit der aktuell stabilen Spring Boot-Version ohne Probleme. Das Skript ist noch relativ simpel, man braucht halt so ein unzip oder jar extract file und dann mehrere Copy-Schritte. Es muss dann halt ein separater Build-Step sein oder man muss so ein Docker Multi-Layer-Build, nee, wie heißen sie, Docker Multi-Step-Build benutzen. Und der Nachteil ist halt, es ist halt ein Spring Boot-spezifisches Feature. Also wenn ich jetzt meine eigene Anwendung mit eigener Main-Klasse schreibe, dann funktioniert es da halt nicht. Und was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dieser Spring-Class-Loader, den nimmt man am besten, auch wenn man es entpackt, mit und man startet es dann trotzdem über diesen Spring-Class-Loader. Und eigentlich bräuchte man den nichts, weil der tut eigentlich nichts Sinnvolles mehr, wenn das Ding ausgepackt ist. Aber ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Und genau die Spring Boot Leute haben halt gesehen, dass ganz viele Leute das so machen und bieten deswegen jetzt mit dem neuen Spring Boot 2.3, was eben aktuell dieser Milestone 4 ist, das kommt, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es soll im Mai rauskommen, bietet sogenannte Layered Jars an und wenn ich dann dieses gelayerte Fat Jar gebaut habe, dann kann ich danach sagen java-d jarmode layer tools und als Argument extract. Und dann extrahiert mir das Tool die Layer schon fertig. Also dann gäbe es auch einen Layer für meine Abhängigkeiten und einen für meine Klassen und eine für meine Ressourcen und so weiter. Was daran ganz cool ist, ist, dass ich eine Chance habe, in der Konfiguration des Plugins zu bestimmen, welche Layer hätte ich denn gerne und was muss da drin sein. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne einen Layer für alle Spring-Abhängigkeiten und dann noch eine für alle Abhängigkeiten, die ich sonst aus meiner Organisation ziehe, also irgendwelche Hilfsbibliotheken, weil die ändern sich auch selten, aber häufiger als Spring Boot, deswegen packe ich die nochmal so als Zwischenlayer rein. Das heißt, damit kann ich noch viel, viel feingranularer Layer bauen, ohne dass ich ganz viel mit Move- und Remove-Logik arbeiten müsste. Das Skript ist dann ähnlich straightforward, es bleibt aber ein separater Build-Step, es ist leider noch nicht released. Und Nachteil ist halt wieder, es hängt halt von Spring Boot ab. Und zusätzlich gibt es in dem neuen Spring Boot noch die Möglichkeit, Spring Boot Build Packs zu benutzen. Das zeige ich jetzt noch mal ganz kurz. Dafür kopiere ich es mir mal hier raus. Ist jetzt aber auch ein Spring Boot 2.3 Feature. Das benutzt sogenannte Build Packs. Das ist das, wo früher mal oder wo Heroku ganz lange drauf gesetzt hat. Also wenn ich bei Heroku deployed habe, dann habe ich einen Git Push mit meinen Sourcen zu Heroku gemacht. Und Heroku hat dann selbstständig rausgefunden, was baue ich denn da eigentlich für eine Anwendung und hat dann irgendwas getan, damit das lauffähig ist. Und ähnlich macht das jetzt eben auch diese Build Packs. Das heißt, ich sage hier Maven. Wo haben wir es? Spring Boot Build Image. Und was er dann tut, ist, er zieht sich eine ganze Menge an weiteren Docker-Images, halt dieses Docker.io Cloud Foundry, Bionic und Base CNB und erkennt jetzt hier automatisch, dass folgende 6 Build Packs gerne an meinem Build partizipieren würden. Die machen dann halt irgendeine Logik, die sie drin haben. Und jetzt sehen wir hier ganz viel Output von diesen einzelnen Schritten und hinten raus ist jetzt dieses Image gefallen. Und auch das sollte jetzt, wenn die Build-Packs klug waren, genau, hat hier auch einen Layer für die Dependencies und einen für meine Anwendung und hat hier auch so ein Java-Class-Pass. Das heißt, die haben eigentlich etwas ziemlich Ähnliches gemacht.
Heißt also, bei den Buildpacks, man braucht eigentlich gar nichts konfigurieren, weil die Buildpacks finden alles von selber raus. Es ist halt noch nicht released und mein Minuspunkt, wie ihr vielleicht erraten konntet, ist wiederum, da habe ich jetzt mindestens 5 Abstraction Layers zwischen mir und dem, was getan wird. Das heißt, im Fehlerfall sucht man sich da wahrscheinlich zu Tode und man muss das Ganze halt doch irgendwie ja grundlegend verstehen. Wenn man aber das Konzept kennt und mit Buildpacks gut klarkommt, dann kann man das mit Sicherheit auch benutzen. Es gab noch eine Frage zu Memory-Optionen. Der Michael fragt, welche Java-Memory-Optionen sollten für Container gesetzt werden? Darf ich die nach hinten stellen? Selbstverständlich. Wie viele Minuten bin ich denn? Okay, es geht. Genau, das wäre es jetzt für mich zu dem, wie baue ich denn einen Container? Es gibt mit Sicherheit noch x Wege und Plugins, die sind, glaube ich, alle werden die einen ähnlichen Ansatz verfolgen und unterscheiden sich im Detail. Das ist halt die Frage, wie viel Zeit man da drauf verbrauchen möchte, noch ähnliche Wege zu finden. Aber das ist mal so ein grober Überblick, welche Methoden es gibt, jeweils mit einem Beispiel, wie man es machen könnte. Was jetzt noch ganz spannend sind, sind zum einen Zombies und zum anderen so ein bisschen diese Memory-Optionen. Genau, Zombies ist halt ein Problem, was dann insbesondere sich zeigt, wenn man Container stoppt. Ich versuch das mal ganz schnell hier zu produzieren. So, jetzt nennen wir das Dockerfile mal wieder ein Dockerfile um. Genau, zum Beispiel könnten wir halt auf die Idee kommen, wir haben jetzt hier im Dockerfile ja diesen doch relativ, dieses doch relativ lange Command. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen zu sagen, naja, wir möchten das, wo ist denn jetzt hier mein, ja, lass mich ganz kurz. Artikel, Spring, Thema, Checkout, Zombie, NSH, wir könnten ihm überlegen, ob wir das Kommando nicht lieber in ein Skript auslagern wollen, damit eben das Dockerfile nicht so kompliziert wird. Und ich konfiguriere jetzt hier einfach nochmal so einen anderen Garbage Collector mit, weil er zufällig mit in dem File drin ist, was wir jetzt hier hatten. /app/spring/container.jar/app/lib/stern. Und dann haben wir diese Main-Klasse, die wir starten wollen. Das heißt, wir haben jetzt das, was wir hier oben haben, in ein Skript ausgelagert. Das heißt, wir könnten jetzt hier eben noch zusätzlich als Layer hinzufügen, wir möchten run.sh auslagern, mit reinpacken als /app run.sh und sagen dann, unser Command ist einfach nur /app/run.sh. Dadurch wird sozusagen jetzt hier die Konfiguration im Docker-File deutlich schlanker. Bauen wir das Ganze nochmal schnell neu. Und der hieß Juk, genau. Ja. Genau, und wenn wir jetzt den Docker-Image, das Docker-Image nochmal starten, und jetzt mache ich eine Besonderheit, ich setze noch -d, das startet den Ganzen jetzt im Hintergrund. Das heißt, unser Container läuft jetzt im Hintergrund. Und diesmal beweise ich auch, dass er noch läuft. Genau, der läuft noch.
Wenn ich nämlich jetzt sage, Docker stopp, dann wartet Docker erstmal eine ganze Zeit lang. Und wenn wir gleich, wenn man in die Metadaten gucken würde, dann würde man eben feststellen, dass das nicht so lange gedauert hat, weil Spring so lange zum Stoppen gebracht hat, sondern Docker hat 30 Sekunden gewartet und hat dann eben mit einem SIG-Kill den Prozess hart abgeschossen. Und das hat damit zu tun, dass die Signale, die Docker Stop sendet, es in unserem Fall jetzt nicht bis in die Java-App schaffen. Und sollte man das haben, ist der simpelste Fix, dass man hier exec Java aufruft. Ich werde das nämlich jetzt nochmal bauen und nochmal starten. Geben wir mal ein paar Sekunden, genau. Und jetzt nochmal stoppen. Dann ist er auch sofort gestoppt. Und das heißt, das ist eine der Sachen, an die man denken sollte, wenn man eben Java-Images verpackt und dann mit so einem Run-SH-Skript startet, also auch unabhängig, auch in Nicht-Java-Projekten ist das ein Problem. Man muss eigentlich dafür sorgen, dass der ausgeführte Java-Prozess die passende Prozess-ID innerhalb des Containers hat. Und wenn sie das nicht hat, gehen eben Signale verloren. Das ist bei Node.js zum Beispiel auch genauso problematisch. Und um jetzt, genau, um kurz abzuschließen und dann noch auf die Frage zurückzukommen, was man sich eben sonst noch angucken kann, weil wir sind ja jetzt auch schon über eine Stunde dran, ist, Docker kann seit neuestem eben so Multistage-Builds, das heißt, ich kann in einem Docker-File erst einen Docker-Container bauen und dem nächsten dann sagen, jetzt baue mal einen zweiten und kopiere dir bitte Dateien von oben raus. Da könnte man dann so Dinge einbauen, wie das Extrahieren von den Spring Boot Jars. Das heißt, das würde ohne einen zusätzlichen Build-Schritt funktionieren, würde dann in Docker laufen und würde trotzdem kleine Layer bauen. Dann ist es eben immer sinnvoll, in Container sein JVM und Memory Management zu checken. Da kann ich jetzt einfach nochmal so kurz was zu zeigen. Man kann sich noch bestimmt noch andere Lösungen angucken. Und um es einmal gesagt zu haben, Container sind auch keine Silver Bullet und man kann sich in jedem Projekt durchaus auch manchmal die Frage stellen, muss ich denn überhaupt Docker-Container deployen? Reicht für mein Projekt nicht folgender Weg? Wir haben auch noch immer Projekte, die eben nicht in Kubernetes deployen und wo man eigentlich keine Container für bräuchte, auch wenn ich es häufig eine gute Idee finde. Und unter dem Link gibt es auch nochmal weitere Best Practices, wenn man sich für einen Weg entscheidet, wenn man das Docker-File selber baut. Genau, um jetzt zurück zu diesen JVM-Settings zu kommen. Ich habe noch, also es ist so, dass in alten Versionen von Java, also in Java 9 und auch in alten 8er Versionen, gibt es die Probleme, ich zeige nur mal das Help, wenn man... man kann so einem Container auch noch mal Quotas geben. Sowohl CPU-Shares als auch, wenn wir noch mal in dem RAM help gucken, als auch, ich kann ihm auch Memory-Limits geben. Und wie gesagt, in Java 9 und in alten 8er-Versionen war das aber so, dass sich Java nicht an diese Quotas gehalten hat, die man dem Container gegeben hat, sondern die haben immer die Quotas vom Host-System gesehen. Also bei mir jetzt hier auf dem MacBook immer 16 GB, auch wenn ich das jetzt hier eingeschränkt hätte. Dafür gab es dann einen Switch. Und ich gucke mal, ob ich den ganz kurz finde. Java 8 Docker Memory. Ich nehme einfach mal den. Genau, also wenn man auf so einer älteren Version ist, dann kann man eben hier diese Unlock Experimental Options und diese Use C-Group Memory Limit for Heap benutzen. Dann würde sich Java zumindest mal an das Limit halten, was ich dem Container gegeben habe. In den ganz aktuellen Versionen muss man das nicht, weil da findet Docker das oder findet Java das von selber raus, dass es in einem Container setzt und dann setzt er eben die passenden Limits mehr oder weniger von selber. Und ansonsten gilt dann im Container dasselbe, wie wenn ich die Anwendung so betreiben würde. Ich muss eben gucken, macht es zum Beispiel Sinn, trotzdem ein XMX, also eine Max-Memory-Option zu setzen, setze ich die XMS, also die Memory zum Start, auf denselben Wert, damit mein Heap nicht, nicht wächst, sondern von Anfang an immer die gleiche Größe hat.
Ein bisschen problematisch bei Java ist halt immer, dass wir ein bisschen mehr RAM verbrauchen, also unter 128 MB ist äußerst selten zu sehen in der Realität. Und gerade so eine Spring Boot App braucht insbesondere beim Starten relativ viel CPU und zur Laufzeit dann eigentlich ein bisschen wenig, was in diesen Quotas nicht so gut abzubilden ist. Und eine Sache, die ich dann immer noch oder die ich häufig setze, da zeige ich euch jetzt einfach mal aus einem internen Projekt, was ich habe, ist, was es eben in den ganz neuen Versionen gibt, dass hier diese XX Max RAM Percentage, damit kann man ihm eben sagen, er soll sich für den Heap 70% des, in dem unserem Fall jetzt 70% des verfügbaren RAMs benutzen. Das heißt, da kann man dann eben ein bisschen mit spielen, ohne dass man durch XMX so eine feste Anzahl definieren muss. Man muss halt aufpassen, man könnte jetzt auch sagen, da läuft ja nur dieses eine Java-Ding drin, wieso gibst du ihm nicht 100%? Weil das bezieht sich nur auf Heap-Memory und die JVM genehmigt sich aber ab und zu auch so ein bisschen Off-Heap-Memory. Der kommt halt noch oben drauf und wenn man dann das Quota übersteigt, dann wird man halt gekillt, wenn man sich nicht nett verhält. Und ansonsten gibt es noch aus dem Fabric 8 Universum dieses Run Java SH. Das ist so ein Startup-Skript. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt hier irgendwie reingucken kann. Ich hatte gehofft, hier gäbe es ein fertiges Image, aber offensichtlich ist das nicht so. Mal gucken kurz. Naja, okay. Auf jeden Fall hier aus diesem Projekt, aus diesem Run Java SH Projekt, fällt ein fertiges SH-Skript drauf, raus. Dann kann man das eben genauso konfigurieren, wie ich jetzt hier gerade wie ich das hier auch gemacht habe. Also man würde dann jetzt nicht unser eigenes Run-SH starten, sondern dieses Run-Java-SH-Skript. Und da ist eine ganze Menge Bash-Logik drin. Das fragt dann nochmal selbstständig per Bash ab, wie viel Quota hast du denn und setzt dann XMX selbstständig auf 70% davon. Ne, das heißt, da ist eine ganze Menge Hirnschmalz reingeflossen. Man kann dann irgendwie so einen Debug-Modus anmachen, der macht dann automatisch auch die Remote-Ports auf und der findet eben ganz viel so ein bisschen dynamisch raus. Das kann man benutzen, wenn man Probleme mit dem RAM hat. In den meisten meiner Projekte haben wir halt entweder diese RAM-Percentage gesetzt oder selbstständig ein XMX gesetzt. Und das halt so groß, wie es die Anwendung verlangt. Super, herzlichen Dank, Michael. Es gibt noch eine zweite Frage, die es mittlerweile zum Top-Frage geschafft hat. Und zwar ist die Frage, gibt es Best Practices bezüglich Bereitstellung von Property Files und Passwörtern von außerhalb des Docker-Images? Zum Beispiel via Volume. Das hängt halt sehr stark damit zusammen, wie man das Ganze am Schluss betreibt, auch. Gerade Spring Boot kann ja neben den Property Files, lass mich das kurz einmal zeigen, wenn ihr mir die Zeit. Expediere mal dieses hier wieder und genau so. Das heißt, ich baue jetzt einfach mal wieder das FAT-Jar. Ja, also was Spring Boot zum Beispiel ja anbietet, ist, dass ich auch sowas machen kann wie Server Port ist 8000 und jetzt starte ich das so. Und jetzt ist es halt nicht mehr auf Port 8080 gestartet, sondern auf 8000. Das heißt, in vielen meiner Projekte wird halt irgendwie sowas wie Kubernetes oder von AWS der Elastic Container Service benutzt. Und da ist es dann eher Best Practice, dass man sozusagen die Anwendung über Umgebungsvariablen konfiguriert, anstatt eine zusätzliche Property-Datei zu mounten.
Aber der Weg, der in der Frage vorgeschlagen wurde, den habe ich auch schon gesehen, dass man eben dann für Produktion eine separate Property-Datei hatte. Entweder hatte man die mit in der Anwendung verpackt, also man kann ja neben Application-Properties auch sowas wie Application-Prod-Properties machen. Und wenn die Anwendung im Prod-Profil läuft, dann wird halt daraus gezogen. Das heißt, das könnte man machen. Und ich habe auch schon den Weg gesehen, dass man sozusagen eine zusätzliche Datei dann zur Laufzeit an die passende Stelle mit reingemountet hat. Ich glaube, der wirklich präferierte Weg ist wahrscheinlich eher, Umgebungsvariablen zu benutzen, weil das gerade auch so einem Kubernetes-Umfeld und so Scheduler-mäßig am besten funktioniert, wenn man auf Dateien verzichtet. Aber gegen das Mounten spricht meiner Meinung nach auch nichts, wenn man einen eher etwas eigenen Weg hat, wie man Docker deployt. Wunderbar, danke dir, Michael. Das war zugleich die letzte Frage für den Moment. Ich würde sagen, wir geben da noch 10, 15 Sekunden, ob da noch irgendwie eine Frage zum Schluss kommt. Genau, ansonsten ist das Angebot immer, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder auch gerne Anregungen, Kritik, was war gut, was war nicht so gut, was könnte man noch verbessern, was habe ich vergessen, schreibt mir eine Mail oder twittert mich an. Die Daten findet ihr auf den Slides. Ihr könnt auch versuchen, mich anzurufen. Da ist der Erfolg aber immer eher gering. Ich nehme mir das immer sehr zu Herzen und lasse das gerne einfließen und habe da jetzt auch keine fixe Meinung, wo man nicht drüber diskutieren könnte. Das so als Angebot. Inception ist so schön. Sehr schön, das kann ich bestätigen. Also auf den Projekten mit Michael gab es immer viele spannende Diskussionen, kann man viel lernen. Ich denke, wir auch heute wieder. Also erstmal vielen herzlichen Dank. Genau, ich würde mir wieder den Screen klauen. Eigentlich meinen war die Hoffnung, aber gut. Soll ich meinen mal? Genau, mach deinen mal aus, bitte. Das gibt schon Gewohnheitsrecht, wenn man so lange schert. Stimmt, ja, genau. So, genau, dann wäre von unserer Seite her nochmals Danke zu sagen dir, Michael, für den super spannenden Vortrag. Ja. Natürlich auch den Teilnehmern. Ich weiß nicht mehr, wie viele tatsächlich noch da sind, aber ich glaube, es war wirklich Rekord. Ich glaube, ich sehe gerade, 180 sind noch da. Also danke fürs Durchhalten. Selbstverständlich danke für die Sponsoren und die Helfer im Hintergrund. Jetzt, was noch zu tun gilt für euch, wo wir sehr dankbar wären, wäre Feedback. Da kommt jetzt irgendwie magisch, oder weil es Markus richtig macht, im Hintergrund dann automatisch das Feedback-Formular, das ihr bitte ausfüllen mögt. Und dann gibt es irgendwie, glaube ich, am zweiten Schritt die Möglichkeit, die E-Mail-Adresse anzugeben. Und für die Leute, die nicht so hardcore unterwegs sind wie Michael und auf VI so brutal schnell coden können, gäbe es dann eine IntelliJ IDEA-Lizenz, die verlost wird am Ende von Monat. Auch wir freuen uns sonst über generelles allgemeines Feedback in Bezug auf die Online-Webinar-Themen, wenn ihr Ideen habt, was wir noch für Vorträge anbieten könnten und so weiter, dann könnt ihr das gerne auch auf die eingeblendete Mailadresse tun. Ansonsten würde normalerweise jetzt der Apero kommen, der kommt jetzt heute leider nicht, zumindest nicht gesponsert von der Jux oder den Sponsoren der Jux, aber ich bin sicher, ihr seid alle gut ausgerüstet und könnt euch jetzt irgendwie ein Bierchen oder was auch immer sonst gönnen. Genau das werde ich nämlich auch tun. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke.